antimüllerianisches Hormon ist ein wichtiges Parameter, der via ein Bluttest festgestellt wird. Es ist eins von zwei Parametern, die wir normalerweise benutzen, um die ovariale Reserve der Frau zu schätzen, also die Fähigkeit, reife Oozyte noch während dem Zyklus oder während einer Stimulation der Eierstöcke dann zu bringen. Die Einheiten werden verschieden benutzt. Das ist auch wichtig. Immer wenn wir also das Wert zitieren, immer gleich auch die Einheiten sagen. Entweder Picomol per Liter oder Nanogramm per Milliliter. Und das Resultat sollte man dann individuell mit der Frau besprechen. Normalerweise wird etwa so gesagt, mit Nanogramm per Milliliter zwischen 2 und 8 eine normale ovariale Reserve, zwischen 1 und 2 ein bisschen niedriger, das wird eher in dem Alter 35 und höher gesehen. Wenn das AMH niedriger ist als 0,3, heißt das schon oft, dass die ovariale Reserve kritisch niedrig ist und dass wir dann Probleme werden, dass Stimulation der Eierstöcke haben können. Aber meisten Experten oder alle Experten, mit denen ich das diskutiert habe, haben immer dasselbe gesagt. Kein AMH-Wert sollte als ein Disqualifikationsparameter dienen. Also eine Stimulation der Eierstöcke kann man da immer diskutieren. Man muss aber alle anderen Parameter dazu auch beobachten. Das Alter der Frau ist sehr wichtig. Die Nummer der früheren Zyklen ist auch wichtig. Und dann weitere Fragen. AFC, Resultate der Ultraschallkontrolle und weiteres.